So, Identifikationsrolle. Und was für Anzahl an Mäusen. An Fledermäusen wir dadurch auch bekommen, ist auch krass. So. Bevor wir da weiterlaufen, gehen wir erstmal in die Richtung hier, weil hier unten haben wir noch nicht gemacht. Oh, ein Boss. Oh, ein Boss. Oh, ein Boss. Oh, ein Boss. Oh, du bist kein Boss. Aber du bist ein Boss. Boss, 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 Boss. Ich habe solche Angst vor diesem Boss. So macht das Spiel eigentlich fast schon Spaß. Ja, nee, eigentlich ist es fast langweilig so. Weil man rennt natürlich nur noch überall durch. Das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Die rennen auch sogar. Hallo, ich hab. Die hatten auch eine schwere Kindheit irgendwie. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie eine schöne Schulzeit oder so hatten. Und so ein Vieh möchte ich auch gerne das Haus haben. Was schießt die denn so komisch? Ach, Katze ist zurück. 1500, gute Katze. Lalalalalala, Elektroamulett, das ist auch nicht schlecht. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Lalalalala. Sonst noch was? Nö, jetzt haben wir hier unten aufgeräumt, gell? Hier oben müssen wir bestimmt vielleicht noch was haben. Oh, großer Heiltrank, großer Heiltrank. Ja, 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 hier, stirbt mal alle. Stirbt mal alle. Mein Deutsch ist heute wieder korrekt. Ich hatte halt was gerade was die ich kann halt mal mit so das Netzwerk labern jetzt, wenn ich eh gerade so viel wenig zu tun habe. Ich hatte halt gerade überlegt bei der Netzwerksuchung. Wow, das ist ja mal hart hier. Warte, da muss ich ganz kurz. Naja, habe ich halt überlegt bei der Netzwerksuche. Okay, könnte man sich da nicht vielleicht irgendwie erst ein kleines Netzwerk suchen und dann langsam mit der Erfahrung halt in größere Netzwerke einsteigen. Dich brauche ich nicht. In größere Netzwerke einsteigen. Das Problem ist, glaube ich, dass gerade, dass viele der kleinen Netzwerke, sag mal, vielleicht schon doch zu unprofessionell dann sind. Und das ist mir, dass es mich in dem Sinne mir gar nichts bringen würde, weil ich ja doch schon einen gewissen Start, das klingt doof. Das klingt irgendwie so, ich will's, das klingt irgendwie so komisch. Ich habe ja schon doch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Reichweite auch schon und ich denke, es bringt keine Pluspunkte, weder für mich, ja für mich auf jeden Fall nicht, wenn ich mich da in den Kleinen anmelden müsste. Und ich habe es bei 3-4 Kleinen versucht, die mal anzuschreiben, mit denen zu reden und ja, wenn du das dann hörst, dieses, ja, wenn du Austritt treten willst, dann musst du 2 Monate noch warten. Was soll das, Alter, wenn ich Netzwerk bin, das sich wirklich darum kümmert, deine Aufgaben als Netzwerk zu erfüllen, dann brauche ich sowas wie Austritt, 2 Monate warten für Austritt nicht. Weil dann wird keiner austreten, wenn ich ein gutes Netzwerk bin. Oh, 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 oh. Ich brauche mehr Mana. Ja, ja, ja. Stopp. Ich brauche mehr Mana. Wenn ich ein gutes Netzwerk bin, dann brauche ich sowas nicht. Dann bleiben die Leute, weil ich halt ein gutes Netzwerk bin. Dann, ja, das ist einfach nur dann noch, um einen Monat länger noch Geld zu machen mit demjenigen dann. Und denen dann aber wahrscheinlich in dem Monat gar nichts mehr zu geben, weil er ist ja ausgetreten. Aber das Geld bringt man dann natürlich trotzdem noch. Ich denke mal, das ist dann eher so der Hintergrund hinter sowas. Kätzchen B. Ich will mal das Vieh da ohne Katze machen, was wir da jetzt holen. Was bist du? Wahre Nordhandschuhe. Z. Einzigartig. Ja, 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 ja. So einzigartig könnt ihr nicht sein. Lalalala. Was haben wir hier? Schade, auch nicht besonders. Was bist du denn? Glück bei Magie. Komm, egal. Obwohl, nee. Magie sind ja diese Magiezauber, gell? Ich glaube, es sind die. Das ist also ziemlich geil, wenn man. Stopp, Moment. B, Katze. In die Stadt mit dir. Oh, yeah, es ist also ziemlich geil, wenn man mit irgendwie Magie bekommt. Ich habe 8000. Geil. Alter, wie geil das hier ist. Okay, es bringt also doch, was man hierher geht. So, schauen wir mal. Bams! Das Glück ist auf eurer Seite. Seltene Verzauberung. 41 Feuerschaden. Wie geil. Geht die auch noch?
13.000 kostet die. Für die dritte Verzauberung. Dann wollen wir mal den Großregenten ohne Katzenblatt machen, würde ich sagen. Ob ich das hinkriege? Großregent! Jetzt kann ich mal zugucken, wie der hochkommt. Geil. Großregent Eldraine. Oh, ich habe meine Waffe nicht wieder aus. Wieso nicht? Ich dachte schon, wieso geht das nicht? Großregent Eldraine, Großregent Eldraine, Großregent Eldraine. Das ist der Großregent, der keine Gnade kennt. Der Großregent, der Großregent. Ich hab Tentakeln an den Armen. Ich gehöre zu den Armen. Zu den Armen. Ich hab Tentakeln an den Armen. Ich gehöre zu den Armen. Ich hab Tentakeln an den Armen. Ich gehöre zu den Armen. Ich hab Tentakeln an den Armen. Ist der sich nicht schämt, hier so rumzulaufen? Na pfui. Wie den Leiber ohne Katze sofort platt machen. Und noch Mana reinschucken. Lalalalalala. Na komm her. Wie geil bitte. Wie geil bitte, wie wir den einfach platt gemacht haben, ohne Ende. Ei. So, wollen wir nochmal schauen, wie viel uns... Oh, ist der jetzt schon wieder da? Der wird uns nur nochmal angezeigt, aber wir können nicht anklicken. Okay, gut. Wir gehen mal zurück zur Stadt und schauen mal, wie lange viel uns das gebracht hat. Das hat uns jetzt gebracht, insgesamt, diese Höhle, 5400 Erfahrungspunkte. Naja, es ist nicht so viel, aber wir haben eine Menge Gold gemacht. Gehen diese Krankheit. Grüße. Naja, Grüße. Grüße, Süße. Was bist du? Glück bei Magie finden um 3% erhöht. Schaden, Zauberstäbe, 4 Mana, Rüstung von Begleitern. Übermittelt 5%ige... Ja... Erfordert Klasse Glutsteinmagier. Ja, was man vergessen hat, kann man jederzeit neu erlernen. Interessant. Interessant. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 5000. Rein theoretisch kann ich den mal verkaufen und... Der da kann man weg und der da kann man weg. Schauen wir mal, ob du hier noch eine Verzauberung für uns hast. Das wollte ich jetzt gar nicht. Kann ich den Würfel mal reinpacken mit? Hast du eine Verzauberung für uns? Ich würde gerne mal meine Essoria-Rüstung. Maximal Verzauberung erreicht. Okay, und wie sieht's bei dem aus? Auch erreicht. Wie sieht es bei meinen neuen Handschuhen aus? Genau. Das Glück ist mit euch. Maximale Verzauberung erreicht. Was haben wir bekommen? Bonus auf Attribut Fokus. Okay, das weiß ich, dass ich erwartet hätte, aber... Der da fehlt auch noch. Genau. Das Glück ist auf eurer Seite. 3 Mana Wiederherstellung pro Sekunde ist auch nicht schlecht. Dann wollen wir mal... schauen, was wir noch machen können. Gehen wir mal zurück zu... Raureifhügel und schauen mal, ob wir vielleicht noch den Geisterwolf finden. Eisschaden kann bei Gegnern zufällig Einbrennen verursachen, was ihre Angriffsfähigkeiten verlangsamt. Okay.
Ich schau grad mal. Ich darf gar nicht so lange aufnehmen, aber wie gesagt, ich muss ja noch die Folge für heute raushauen. Das ist alles so gar nicht so einfach und dann sind da Dinge passiert und da werden da Dinge sein und ja. Das war so schwer. Es hat mich einfach geistig gerade überfordert, diese Angelegenheit. Du wagst es, mich zu rammen? Ich glaub's ja nicht. Ja, mach mal. Portalwegrolle. Ein Boss wäre schön. Ein Boss wäre schön, ein Boss wäre schön, ein Boss, da würde ich mich so freuen. Ein Boss, ein Boss, ein Boss. Schön, wie wir das ja auch nochmal machen können, obwohl wir den Stinks geholfen haben. Naja. Was, der hat eine Quest für uns? Ah, das haben wir noch gar nicht angenommen, oder was? Na gut. Das wäre jetzt seltsam, aber okay. Na nun, so hier, da, da. Ist eh nichts drin. Die Felsen finde ich mega sinnlos, weil da ist fast nie was drin. La 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 la. Ich brauche gar nichts machen, die Katze war das alleine. Pagode. Irgendwo muss da hier mal noch ein Boss sein. So ein richtig krasser, ekliger Boss. Oh, ein großer Mana Drank. Da sah doch noch ein Boss aus, oder? Boss? Ist hier jemand... Alter, jetzt hat er alle... Hier ist einfach keiner mehr gewachsen. Könnte daran liegen, dass wir das alles schon mal gemacht haben, aber egal, ich will jetzt einen Boss haben hier. Ein richtig, einen, der mich penetriert. Einen, der mir richtig aufs Maul gibt und sagt, Junge, du bist schlecht. Brauche ich eigentlich nur aus der Stadt, aus der Wüste, aus dem Wüsten, aus der... Ja. 1, 2, 3. Da brauche ich eigentlich nur aus der Wüstenstadt rausgehen, da habe ich hunderte von solchen Leuten, die mir das sagen. Aber, ich muss mich jetzt gerade hier so ein bisschen aufgeimen, so ein bisschen Spaß am Spiel holen, weißt du? Indem ich jetzt einfach sage, hier, ich bin voll Profi, indem ich hier einfach diese Noobsblatt mache. Das, so macht man das. So macht man sich selbst Mut. Ich spiele gerade einhändig. Ich spiele einhändig, ah, das ist witzig, okay. So, lalalala. Oh, ein Großbogen. Ich habe einen Goldbogen gelesen, das hätte mir mehr gefallen. Was ist das denn für ein Geräusch? Warum ist das so ein komisches Geräusch? Das mit dem Geräusch habe ich nicht ganz verstanden. Nichterianer. Die tun den da gerade so ein bisschen opfern, habe ich so das Gefühl. Weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin ja prinzipiell gegen Menschenopfer, deswegen helfe ich dir mal. Na Jungs, wie sieht's aus? Komische Typen. Das finde ich jetzt aber nicht nett, was die mit dem gemacht haben. Das, den muss ich leider erlösen. Der Junge, der hat da ernsthaft Probleme mit seinem Äußeren, habe ich so das Gefühl. Aber kein Problem, der kommt nachher zurück. Wie eklig eigentlich. In der Luft zerfetzt werden und dann als sowas wiedergeboren zu werden, ist schon eklig. Wenn du dann am besten noch alles mitbekriegst, was du machst, dann ist es richtig räudig, wenn du merkst, was du tust. Boah, das stelle ich mir richtig eklig vor. Junge, du zockst zu viel! Ja, ich weiß. So, Eisring. Na, Eisring bringt niemanden was. Dann gehen wir mal weiter. Blutstein, Riesen, Minen, ein Riesengang. Oh. Ich glaube, die lila am Wert sind die, komm her. Hallo? Ich glaube, die lila am Wert sind die, wie heißt das? Crit-Werte, gell? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, da viele gelbe Werte da sind, sind mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, weil ich hatte meistens nicht Zeit dazu. Aber hier kann man schon mal gucken. Nee, die lilanen Werte machen weniger damit.
Ah, das ist der Magieschaden, glaube ich. Die lilanen Werte sind die Magie, das ist der Magieschaden.